Ja, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders. Und alle guten Dinge sind drei, denn nochmal 60 FPS. Oh yeah, Baby. Im letzten Part haben wir uns wieder vereint mit unserem Schlachtross, mit dem mächtigen Ruin. Reiter und Ross kämpfen nun wieder gemeinsam zusammen. Nachdem wir besiegt wurden, kam irgendwie Ruin in die Gefangenschaft von Dämonen. Wir konnten uns Ruin wieder zurückholen und wir oben rechts sehen könnt, neben den Tremorhandschuhen der Kreuzklinge, nun auch das Symbol für Ruin. Wir haben in der riesigen Arena gekämpft gegen Reiter, gegen den großen Reiter und sie alle abgeschlachtet, sich uns Ruinen zurückgeholt und nun sind wir hier in dem Wasser. Ich habe mir die Aufnahmen angeschaut, meine Güte, verdoppelt man die FPS und sieht auf einmal mega nice aus. Gefällt mir richtig, also Gameplay sieht super aus. Ich hoffe, es gefällt euch auch, dass ich quasi jetzt nochmal Shoutout an Jung, Dankeschön an dich. Du hast mir ein bisschen geholfen. Deine Erfahrung gezeigt mit Xperia Recode. Ein geiles Programm und jetzt bin ich auch bei 60 F in der 60 FPS Liga angekommen. Und wann, fragt ihr euch, wird er auf 4K rübergehen? Nie. Auf jeden Fall nicht mit diesem PC oder diesen Komponenten. Wäre jetzt ein bisschen zu extrem. Und auch Overkill finde ich von der Grafik. Deswegen haben wir natürlich sogar auch ein Achievement bekommen, dafür, dass wir uns Ruin zurückerlangt haben. Und ja, yeah. Gehen wir mal durch, gehen wir mal rum, durch die dumm. Ich werde ja mit der Chaos-Klinge kämpfen, bis er die volle Stufe hat, aber gegen die Lappen werde ich mal schon den Tremor-Handschuh einsetzen. Aber trotzdem. Ich finde es schade, dass man nicht irgendwie auch mit dem Tremor-Handschuh Finisher machen kann oder so eine Scheiße. So, ich kenne den. Ah ja, genau. Ich wollte ja ein Thema ansprechen. Und zwar Abitur, Studium und so weiter. So. Und zwar habe ich ja im letzten Monat, im vorletzten Monat so jetzt schon, im April. Die schriftlichen Prüfungen, Ende April, die schriftlichen Abiturprüfungen geschrieben in, wie ich schon, Hank hat schon mal gefragt, weil ich das in Yu-Gi-Oh! Erwähnt hatte, in GG, Englisch, nein, in Deutsch, Biologie und Philosophie, was leider gezwungen kam. Da hinten stehen ja irgendwelche Fotzen. Und, ja, Biologie ging. Deutsch war irgendwie mega, müsst ihr euch mal irgendwie, das war voll Bullshit, was da passiert ist. Keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind, so eine Scheiße zu machen. Mega eine Bullshit-Frage. Da war es nämlich so, dass das Thema Kafka war, also Franz Kafka und Amerika im Kopf und dann kam irgendwas mit Charlie Chaplin, mit einem britischen Komiker und was der von Komik hält. Und wenn ihr Kafka nicht kennt, der Typ schreibt keine komischen Geschichten, keine fröhlichen Geschichten, sondern tragische Geschichten. Und traurige Geschichten, wo der Protagonist niemals ein gutes Ende findet. Deswegen ist es schon ziemlich behindert, was da abgelaufen ist. Und Philosophie habe ich irgendwie auch, war bei mir nicht so geil. Wahrscheinlich muss ich das nachprüfen lassen. Und dann jetzt, quasi Ende diesen Monats, Ende Juli, kommt dann, ah, hier geht's aber weiter. Ah, jetzt in der Position kommt dann der Jude, Englisch. Weil ich halt Englisch ziemlich gut sprechen kann. Wie kann ich be Indem du deine Fresse hältst. Wir tauschen die Artefakte ein. Haben wir 10.000, ist nice. Und ich kaufe mir jetzt mal die Sen. Benny! Hör auf! So, ich kaufe mir jetzt mal die Sense. Die massiv gebogene Klinge der Sense eignet sich für große Schwünge, die mehrfach Feinde auf einmal vernichten. Ich kaufe dir aber, dass wir die haben. Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Und die Sense, wenn man sich diese kauft, gibt es dafür auch einen Erfolg. Ah, Todsrat. Ah ja, das ist ja die Waffe von Tod, den wir auch dann in Darksiders 2 dann spielen.
Tods Rage. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Luftsensen, Klinge. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Du Todsense verhandelst quasi. Äußerst geschickt, mein Freund. Die unseres Bruders. Okay, die lassen wir mal auf Stufe 1. Ja, unsere Schwert und andere Waffen. Ernsthaft, das mal eben später hier. Natürlich, was ist der Zorn? Klingenschleicher, der Schredder. Eine ausgezeichnete. Ich die ganze Zeit mögliche Multiklingen angefangen. Warte ich mal. Meine Güte, bitte hör auf. Und ich kaufe mir jetzt mal hier diesen Bruchstück des von Zornkern. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Ah, die kann man sich auch nur einmal kaufen. Den Zornkern kann man sich auch nur einmal kaufen. Okay. Finde ich gut so. Ja, komisch. Jetzt haben wir zwei Bruchstücke von Zornkernen und ein Deus Gefäß haben wir. Daran füllen wir mal Shut the fuck up, bro! Tun wir meine Lebenslizenz rein. Geschickt, ich glaube, um mein ganzes Geld wegzuschmeißen, glaube ich, immer noch diesen Waffenmeister. Eine ausgezeichnete Wahl. Diese Erweiterung gibt Krieg ein großes Wissen über Waffen, dadurch kann er benutzen derselben mehr Schaden anrichten. Okay, so. Haben wir viel quasi benutzt. Ah, und hier können wir so zwei Waffen wechseln zwischen dem Handschuh und der Sense. Im Moment nehme ich noch den Handschuh, die Sense kann ich. Sense setzt dann mal häufiger ein, die ist auch ziemlich gut. Tod Sense, ich zeig dir euch mal kurz. Die ist mega nice, man. Warte mal, ich schau mal, was für Kombos wir mit der Waffe haben können. Dann können wir natürlich auch ein Ding hier ausrüsten. Was ist das? Was wäre mit dem hier aus? So, hier Angriffe, Finger, RB, Y. Ah, wieder das hier, ja. Okay, ja, die meisten Kombos sind ja quasi gleich hier. Oh, der Angriff sieht krank aus. Ah, und die ist jetzt irgendwie rot eingefärbt hier. Wegen dieser Fähigkeit. Blutbad. Das sieht auch interessant aus. Und okay. Ja, da habt ihr ein paar Kombos gesehen. Jetzt wechsle ich den Scheiß auch mal wieder. Ich habe das Geld hier ausgegeben. Wie lange ist der Part schon? Okay. Wo ich stehen geblieben bei den Prüfungen, ne? Ah, und hier können wir auch wieder Ruin einsetzen. Im großen Feld. Ohne zu verrecken. Gegen den nächsten Wurm kämpfen zu können. Okay, das ist ein riesiges Feld. Okay, da werden wir nochmal schön. Das ist quasi eine Battle Arena für den Wurm. Oh, sind wir schon beim... Ja, wir sind schon beim Stygian, liebe Freunde. Das ist der finale Boss hier. Wie komme ich jetzt in dieses scheiß Artefakt rein?
Wenn man vor ihm fährt. Aha. Das ist also der Stygia. Anscheinend haben sie ihn ziemlich gut angebunden. Jetzt musst du da rein und zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Jetzt sind wir alle weg hier. Irgendwie kann ich den nicht so toll anschlitzen. Wie soll ich den da befreien? Ich glaube, ich muss ihn befreien, nicht wahr? Ah, wahrscheinlich komme ich da hoch. Oder? Hallo? Verstehe natürlich das jetzt nicht groß. Frag mich, was ich hier jetzt anstellen soll. Alle von diesen Lappen besiegen ist garantiert nicht die Lösung. Vielleicht muss ich irgendwie gegen den rammen oder so. Er scheint nur gerade eine Textur zu sein. Aber jetzt bin ich hier gefangen, ey. Finde ich gar nicht toll. Ich will meine Waffe einsetzen. Das ist der Leibschlacht, ne? Ja, mach ich das mal. Na, ja, da stand es quasi in Anführungszeichen der Dungeon. Wir haben jetzt keine Dungeons mehr. Ja, scheint sich langsam zu befreien. Au. GG. Und das ist der Boss. Der Stygia. Also die Wind ist irgendwie so das Dungeon, Anführungszeichen, Item. Oh, hallo, der Stygia, los geht's. Ruin an meine Seite. So, da sind wir wieder im Part. Vielleicht, ihr habt es wahrscheinlich gehört, keine Ahnung, wie ich den Cut setzen werde, vielleicht habt ihr es gehört, aber natürlich, ich bin noch nicht alt genug, in meinem eigenen Haus zu leben. Die Familie ist auch noch da, so wie viele Male. Und deswegen, naja, damals war ich dafür bekannt sogar, dass die ganze Zeit bei mir meine Familie reingequatscht hat in die Aufnahmen. Jetzt ist das, glaube ich, so Daniel geworden und auch Bernie. Gut, dass es bei mir quasi schon abgegangen ist, dieser Ruf. Wir waren ja mitten im Bosskampf. Das, wozu du geboren bist. Sind wir hier im Bosskampf gegen den Stygian? Oh. Die Frage ist, wie greifen wir den an? Bei dem müssen wir erstmal seinen Maulkorb zerstören, oder? Damit wir an seine Schwachstelle kommen. Er kann uns trotz Maulkorb angreifen. Finde ich ziemlich behindert. Das wäre echt sein Maulkorb zerstören. Ah, das müssen wir anhitten. Das geht. Müssen wir nah an ihn ran. Okay, das wäre hier aufgespießt an ihm. Finde ich nice. Auf Kollisionskurs. Ich würde mich auch sicherlich freuen, wenn wir seinen Maulkorb entfernen. Deswegen wehrt er sich gerade im Moment noch nicht groß. So, schön ausgewichen. Wo wir dabei sind, mal schauen. Okay. Hat sich eher falsch angehört, aber auch egal. Jetzt bitte wieder abchillen. Ist auch mega hier ganz zufällig, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, dass er sich befreit hier. Und seinen Maulkorb wurde erfolgreich entfernt. Zeit, seine Schwachstelle anzugreifen.
Das wird sicherlich viel komplizierter als bei jedem Wurm. Normalen Wurm. Er ist der große Böse. Wie unser guter Dämonisch, unser Begleiter, keine Ahnung. Ich habe schon vergessen, wie er heißt, so nervig und unwichtig ist, ne? Okay, diese Mechanik habe ich nicht groß gelernt. Weil hier in zwei kleinere aufgeteilt oder was? Ist hier seine Brut los oder was? Verstehen tue ich es jetzt auch nicht groß. Okay, der hat auch keine Rüstung, deswegen können wir den überall anhängen. Okay, Zornfähigkeiten kann man selbstverständlich nicht nutzen hier. Wo bin ich jetzt diesmal reingelaufen? What the fuck? Oh Mann, ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll gegen die Viecher. Die nerven mich langsam. Das ist der Big Boy wieder. Oh, schön, ein bisschen seinem Maul gefasst. Wahrscheinlich können wir die gar nicht töten, müssen sie aber nur aushalten. Können mich die trotzdem natürlich angreifen. Oh mein Gott, du Bitch, du Bitch, du Bitch, du Bitch, du Bitch! In sein Maul rein. What? Der regt mich doch nur 11. Sorry, dass ich jetzt so konzentriert am Start bin, aber... Meine Güte, ey, wann können wir diese kleinen Scheißviecher denn nicht besiegen? Die regen mich langsam auf. Ich hab keine Ahnung, wie man die besiegen kann! Verstehe es nicht, ey. Muss man die mit der Pistole treffen? Muss man die überhaupt treffen? Oh Mann, da werde ich genau da angesprochen. Ich habe mich bloß von dem erwischen lassen. Ja. Dieses Mal nicht, du Ficker. Bloß nicht erwischen lassen, guter Junge. Kommt so nah ran. Meine Güte, meine Nase. Das jetzt dreimal oder bis er mich hittet, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Aber wie viel noch muss ich ihn in sein scheiß Maul hitten, ey? Okay, nice, er ist gefallen. Er ist gefallen. Nice, do it. Kill this bitch. Oh mein Gott.
Okay, wir sind jetzt in seinen Körper reingesprungen. Boah, Blutvulkan, was haben wir da? Was haben wir angestellt mit ihm? Und wir haben das Herz des Auserwählten. Ja, Asche zu Asche, Erfolg, wir haben den Stygian besiegt. Ja, sag mal, wir benötigen diesen Gegenstand von mächtiger Wahrscheinlichkeit, um Zugang zum schwarzen Thron zu erhalten. Oder zu haben. Und wir kriegen einen Lebensstein. Ich schätze, hier gibt es nichts mehr zu tun, außer das Herz des Stygians zu Samael zu bringen. Und doch, all diese Herzen und die Macht, die er von ihnen bekommt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Denn ob wir wirklich Samael vertrauen können, ist hier natürlich die andere Frage. Kommen wir wirklich nicht weiter. Ich sehe das doch da hinten. Was ist das? Ja, hier oben. Wie kommen wir da hin? Ah. Hier ist eine Schattenarena. Okay, sehr interessant. Das ist quasi ein klares Indiz, dass wir zu diesem Ort nochmal zurückkehren werden. Schügern ist auf epische Weise besiegt worden. Aber ich finde diesen Durchgang nicht da. Zu diesem Meisterartefakt. Das ist doch nervig. Ich frage mich, wie man da rankommt. Ich werde mich mal informieren. Part werde ich hier zusammenschneiden müssen, deswegen, mal schauen. Sogar die Asche des kriechenden Stygian liegt nun hinter dir. Kann dir überhaupt irgendwer etwas entgegensetzen? Ja, gute Frage. Leviathans Strömung, okay. Aber trotzdem das Ascheland. Wir müssen zurück zu Samael. Und bevor wir zu ihm zurückkehren, setze ich einen Cut an dieser Stelle und ich werde versuchen, an dieses Artefakt noch ranzukommen. Oder am Ende des Parts, vielleicht danach. Mal schauen. Ich kann es ja später probieren. Probieren geht über studieren. Wir gehen jetzt noch zum Galgenthron zurück. Kann ich jetzt später machen. So, wieder eine Steam-Nachricht. Interessiert uns aber nicht. Denn wir geben uns zurück. Dahin. Zum glühenden Galgenturm und sprechen dann nochmal mit Samael. Oder wisst ihr was? Das hier ist das Ende dieses Parts. Vielleicht werde ich noch etwas. Nein. Oder doch. Nein, ich beende hier diesen Part an dieser Stelle. Ich werde mal einmal quasi schön nach Secrets gründlich mal absuchen. Ich werde mich da informieren, wie man an den Scheiß rankommt. Wir sehen uns. Bis dann, ciao. Vielleicht ein bisschen früher beendet, wer weiß. Aber nach dem Endboss möchte ich auch den Part beenden. Adios.